Wie und wann hat man denn gemerkt, dass es wieder aufwärts ging? Und an was hat sich das so festgemacht? Ja, woran hat sich das festgemacht, wenn man so will, an den, ja, an den Dingen, die von Frankreich hierher geliefert wurden? Da wurde natürlich viel früher, als das wahrscheinlich in den anderen Besatzungszonen Deutschlands der Fall war, wurden Dinge angeliefert, die noch von draußen bewundert wurden. Ich denke an Südfrichter, ich denke hier an den großen Markt, der war immer Spiegelbild des Wiederaufstiegs, des wirtschaftlichen Beginns und der Verbesserung, die es gab. Ich erinnere mich daran, dass die ersten Datteln auf den Tischen lagen und die Leute dann pfundsweise die Datteln kauften, die Steine ausspuckten und die Straßen waren gepflastert mit Dattelkernen, Feigen nachher und so weiter und so weiter. Ja, die Franzosen waren natürlich sehr früh daran interessiert, das Saarland wieder in ihren Wirtschaftsbereich, ja sogar vielleicht noch mehr, ganz politisch auch nach Frankreich einzugliedern. Die anderen Siegermächte haben da aber nicht so mitgespielt, aber Frankreich konnte sich mit der Idee durchsetzen und auch getragen von vielen Leuten, die in Saarland dann das Sagen hatten. Jetzt wurde auch der Name Saarland kreiert. Ich spreche schon vom Saarland, denn vorher war es das Saargebiet. Der Name Saarland wurde kreiert und die damalige Verwaltungskommission in Saarbrücken, die von den stärksten Parteien an der Saar getragen wurden, die verfolgten auch das Ziel des wirtschaftlichen Anschlusses an Frankreich. Nun, Ende 1946 wurden Schlagbäume, die Zollschranken zwischen der übrigen Besatzungszone, also der französischen Besatzungszone, heutige Rheinland-Pfalz, wurden niedergelassen. Man konnte nur noch mit einem Passierschein oder mit der Carte d'Identité, mit dem Personalausweis, der hieß ganz einfach Carte d'Identité, nach Deutschland rüber in die französische Besatzungszone und hat dann dort das ein oder andere, was es vielleicht dort schon gab und hier noch nicht, dann hier rübergebracht. Aber es ging schon aufwärts hier. Mitte 1947 gab es die Saarmark. Die Reichsmark wurde verdrängt, wurde aus dem Verkehr gezogen. Das war schon die erste Einstimmung auf die im Herbst 1947 folgende Einführung des französischen Franc. Die Saarmark wurde umgewechselt, 1 zu 20 in den französischen Franc. Das war kein besonders guter Kurs, wenn ich an andere Umrechnungen denke, die in jüngster Vergangenheit vorgenommen wurden. Das Saarland hat also, die Leute an der Saar haben schon darunter gelitten und wurden schon bestraft für ihren Fleiß oder für was auch immer. Nun, das gab dann den französischen Franc und im Oktober 1947 war dann auch die erste Wahl zur verfassunggebenden Versammlung. Man könnte sagen, zum ersten saarländischen Landtag. Der wurde 1947 am 15. Dezember wurde dann die Verfassung des Saarlandes angenommen, die natürlich vorher ausgearbeitet worden war. Und sehr interessant darin, dass in der Präambel die Sätze standen, dass das Saarland ein autonomes, demokratisch und sozial geordnetes Land ist, wirtschaftlich an Frankreich angeschlossen. Und nur die Parteien, die das auch bejahten, wurden zum Landtagswahlkampf zugelassen. Es gab also keine CDU, keine SPD und keine FDP, weil die das nicht bejahten. Die waren also verboten. Darauf kommen wir vielleicht nachher noch. Aber das war schon ganz interessant. Die stützten sich also auf den Wählerwillen, die ihre Stimme, die Wähler gaben ihre Stimme den halt zugelassenen Parteien.